Das ist ein smartes Türschloss samt Steuerzentrale. Ob ein Hacker es knacken kann? Wir haben es im Internet bestellt, machen in unserem Test ein Haus intelligent, also übers Internet steuerbar. Erstmal heißt es umrüsten. Dazu montieren wir das smarte Schloss einfach auf das herkömmliche drauf. Es wird die Öffnen- und Schließen-Kommandos per Smartphone über dieses kleine Gerät, jetzt Strom dazu, das mit dem Internet verbunden ist, empfangen. Dann verriegeln wir per Handy-App die Tür. Sie ist jetzt abgeschlossen. Wenig später in der Redaktion. Über eine Anlagensuchmaschine im Internet finden wir über 10.000 Smart Homes, auch unser Türschloss. Hacker Marco Di Filippo hat es in Sekunden angesteuert. Voilà, das ist es schon. Um zu schauen, ob ich auch tatsächlich auf diese Anlage bin, navigiere ich jetzt einfach mal in das Verzeichnis. Und dann sehen wir auch hier die komplette Struktur dieser Anlage. Es ist jetzt denkbar, einfach hier einfach nur Tür auf. Soll ich machen? Bitte machen Sie. Ja. Übers Internet ist die Tür sofort entriegelt. Zeitgleich dreht das die Kamera im Testhaus mit. Ist euer Schloss auf? Das Schloss ist aufgegangen wie von Geisterhand. Zum Beleg probieren wir es mit offener Tür. Tatsächlich, der Bolzen bewegt sich auch so auf Computerkommando aus der Redaktion. Viele setzen diese Smart-Home-Technologie um und freuen sich dann einfach, dass es so toll funktioniert und sehen einfach nicht die Gefahr. Unser Testhaus ist kein Einzelfall. Diese Karte zeigt schlecht gesicherte Smart Homes. Je tiefer das Rot, desto einfacher zu knacken, auch in Deutschland. Wir machen eine Stichprobe. Ein Haus wollen wir uns genauer ansehen. Übers Internet haben wir vollen Zugriff. Zum Beispiel auf die Alarm- und Lichtanlage. Wissen die Bewohner, dass Kriminelle ihr Haus fernsteuern können? Wir haben Ihr Haus im Internet gefunden. Wirklich? Ihre Alarmanlage, Licht in allen Räumen, die ganze Anlage kann man manipulieren. Können Sie jetzt mein Licht ausmachen? Ich könnte, aber ich mach's nicht, weil ich hacke nicht. Was kaum einer weiß, da es im Haushalt viele smarte Geräte ohne ausreichenden Passwortschutz oder mit Sicherheitslücken gibt, können Hacker sie nicht nur einzeln ins Visier nehmen. Experten mahnen, Hacker können Haushalte gleichzeitig angreifen und vom Netz nehmen. Ja, die Smart-Home-Geräte, die jetzt im Markt sind, sind nie sicher. Ja. Die sind auch gar nicht sicher konzipiert worden. Die haben ganz viele Lücken und Probleme. Man kann sich da sehr schnell quasi unfreiwillig zum Helfershelfer eines kriminellen Netzwerks machen. Ja. Seine einzelnen Haushaltsgeräte können dann plötzlich kleine Kriminelle werden. Und so sieht die Bedrohung aus. Hacker infizieren heimlich viele Smart-Home-Geräte, verbinden sie zu einem Netz, das sie dann fernsteuern, ein sogenanntes Botnetz. Auf Kommando der Cybergangster senden die Haushaltsgeräte dann Schadsoftware auf wieder andere Computer, infizieren so zum Beispiel auch Computer von Krankenhäusern oder Regierungen. Ortswechsel. Wir sind in Athen. Hier beobachtet die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit das Internet. Und sie macht Vorschläge gegen Bedrohungen. Und dazu gehört, unsichere Haushaltsgeräte schnellstens sicher zu machen. Mahnt zum Beispiel der deutsche Direktor der Behörde Udo Helmbrecht. Wenn Sie ein Stück Software kaufen, dann wissen Sie, müssen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Wenn Sie nicht akzeptieren, können Sie das Produkt nicht benutzen. Wenn Sie ein Produkt kaufen, sind Sie auch selbst dafür verantwortlich. Also insofern ist der Verbraucher da alleine gelassen. Ich sehe das durchaus kritisch und fordere es auch immer wieder auf europäischer Ebene, dass wir hier mehr Zertifizierung brauchen, mehr Standards brauchen und dass wir auch in Zukunft eine Produkthaftung für solche Dinge brauchen. Strengere Regeln könnten Hersteller dazu zwingen, ihre smarten Haushaltsprodukte sicherer zu machen. Die EU hat einen Gesetzesvorschlag gemacht, aber viele Regierungen, unter anderem die deutsche, blockieren es. Also keine schärferen Maßnahmen gegen die Hersteller. Angesichts der vielen offenen Zugänge, die wir überall in Deutschland fanden, ist das ein Skandal. Und auch, dass sich die ans Internet angeschlossene Tür so einfach von Hackern öffnen lässt. Das ist ganz und gar nicht smart, sondern dumm. Scheint also keine so gute Idee zu sein, sein Haus nachträglich smart zu machen. Unser Internetsicherheitsexperte Sebastian Schreiber ist bei uns. Guten Abend. Guten Abend. Was meinen Sie? Also zunächst ist es toll, wenn man sowas aus der Ferne steuern kann. Stellen Sie sich vor, Sie erwarten Gäste, verspäten sich aber und können Ihr Gebäude von draußen öffnen. Also erstmal den Komfort müssen wir auch sehen. Man muss es aber eben richtig implementieren.
Das heißt, wie macht man es richtig? Das heißt, man sucht sich ordentliche Geräte aus von ordentlichen Herstellern und lässt sie hinterher auch professionell installieren, damit sowas nicht passiert. Und wieso war das jetzt so einfach wie in unserem Beitrag, diese Tür zu hacken? Nun, das Gerät ist eben ein sehr billiges Gerät, das eben nicht entsprechenden Standards genügt. Und deswegen ist es leicht zu knacken. Wir haben gerade auch gehört, es wird angeprangert, dass es keine technische und dass es keine Standards halt gibt. Richtig, exakt. Also man müsste technische Standards setzen. Das war das, was der Herr Helmbrecht mit Zertifizierung gemeint hat. Und zum anderen auch rechtliche Standards. Wenn die Produkthersteller haften müssten, wenn es hier zu Einbrüchen oder Ähnliches kommt, dann würden die auch Motivation haben, sichere Geräte herzustellen. Also der Trend, der geht ja nun eindeutig zur Vernetzung, ja. Kann man gar nicht mehr aufhalten, das oder? Kann man nicht, will man nicht. Das heißt, die Begehrlichkeit der Bürger, dass die eben ihr Gebäude von außen öffnen können, dass die Jalousien rauf und runter drehen können, die Heizung außen anschalten können und so weiter. Das wird immer mehr kommen.